Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, ruft Paulus dieser äußerst unruhigen Gemeinde in Korinth zu. Und er sagt es auch uns. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Diesen Satz könnte ebenso diese stadtbekannte Hure aus dem Evangelium sprechen, nachdem sie Jesus begegnet ist. Das muss auch unser Satz sein, liebe Schwestern und Brüder. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und zugleich offenbart dieser Satz ein großes Problem. Denn wir sind es inzwischen gewohnt, von der Gnade zu reden, wie von einem Sonderangebot. Die Gnade Gottes steht uns quasi zu. Sie ist uns zugesprochen und wir nehmen sie in Anspruch, wann immer wir wollen, unerschöpflich. Und dieses permanente Gerede von der Barmherzigkeit Gottes trägt noch dazu bei, dass die Gnade Gottes wirklich inflationär wird. Oder um es mit dem bekannten Wort von Dietrich Bonhoeffer zu sagen, eine billige Gnade. Aber wenn wir auf Paulus schauen und auf jene Sünderin, dann findet hier ein Korrektiv statt, auch für uns. Und wir müssen die Haltung des Paulus und die Haltung jener Sünderin einnehmen, damit wir überhaupt berechtigterweise von Gnade reden können. Welche Haltung hat Paulus? Wir wissen, Paulus spart in der Regel bei den Korinthern nicht mit Selbstbewusstsein. Er hat einen Strauß auszufechten. Er muss seine Stellung als Apostel behaupten. Aber hier macht er sich ganz klein angesichts der Gnade Gottes. Eigentlich sagt er und nimmt damit sogar das Argument seiner Gegner auf. Was? Paulus? Wie Apostel? Der gehört da irgendwie gar nicht richtig dazu. Wo war der denn? Der ist doch Jesus gar nicht nachgefolgt. Wieso nennt er sich Apostel? Anhänger des Petrus, die so reden. Es gibt eine solche Partei in Korinth, die auch Paulus das Leben schwer macht. Und Paulus übernimmt das sogar in großer Demut und sagt von sich selber, ich bin eigentlich gar nicht wert, Apostel genannt zu werden. Und er wiederholt das alte Glaubensbekenntnis, das er schon vorgefunden hat, sehr früh ausgebildet, das schon 20 Jahre in den christlichen Gemeinden von Christen gesprochen wird, das Glaubensbekenntnis der Kirche. Und da könnte man den nächsten Ausritt jetzt machen. Paulus mahnt das wörtliche Glaubensbekenntnis an, wenn wir inzwischen landläufig irgendwie die Auferstehung deuten als irgendetwas, müssen wir uns nicht wundern, welche Probleme wir uns einhandeln. Im Wortlaut, sagt Paulus, habt ihr dieses Glaubensbekenntnis zu wiederholen. Ihr habt es angenommen. Oder seid ihr irgendwelche Luftikusse, die irgendwelche Sätze unterschreiben. Nein, ihr habt dieses Glaubensbekenntnis angenommen. Und angesichts dessen macht Paulus sich ganz klein. Und spricht von sich am Ende dieses Glaubensbekenntnisses sogar von der Missgeburt. Das ist die Haltung, um Gnade zu empfangen. Und die gleiche Haltung hat jene Sünderin im Evangelium. Wie kann sie sonst Tränen auf die Füße Jesu vergießen? Wie kann sie sonst seine Füße küssen, als wenn sie sich ganz zu seinen Füßen begibt? Die Haltung größter Demut und Unterwürfigkeit. Die gewahr ist, welche Gnade es ist, überhaupt Christus zu begegnen. Dass er das Wort an uns richtet. Und dann gnadenvoll an uns handeln kann. Gnade ist frei gewährt von Seiten Gottes. Christus schenkt gerne seine Gnade, auch der Missgeburt des Paulus und jener stadtbekannten Sünderin und auch uns. Aber sind wir bereit? Haben wir die rechte Haltung, überhaupt fähig zu sein, zu erkennen, was diese Gnade bedeutet? Und wie sie mein Leben ganz und gar verändert und heilt.